Frage, was glaubst du, ist ganz wichtig. Sie ist die wichtigste Frage überhaupt, denn davon hängt ab, wie es dir ergeht und auch, was du in deinem Umfeld bewegst. Deine Erwartungen, Einstellungen, Urteile entfalten eine Kraft in die Richtung, die du ihnen gibst, wenn du dich an Gottes Liebe wendest. Ja, mein Name ist Claudia. Ich komme schon seit einer längeren Zeit zu Sophie und möchte erstmal aus diesem Buch etwas vorlesen, was ich regelmäßig auch in der Hand halte und immer etwas selber für mich oder auch für meine Patienten was davon lese. Schau ganz tief in deine Seele und entdecke die tiefe Liebe zu dir selbst. Bislang hast du nur geforscht, geforscht und geforscht. Ab heute lernst du dich so zu fordern, dass du und dein Gott mit ganz großer Ehre und Würde in deiner Seele sind. Gott hat dich bereits im Mutterleib perfekt geformt. Manchmal muss man schwierige Stationen des Lebens durchmachen, um alles zu verstehen. Das ist deine Aufgabe. Und ich habe das jetzt zufällig aufgeschlagen und ich glaube, dass es wichtig ist für jeden. Auch ich habe geforscht und Fragen gestellt, viele Fragen. Und einer dieser Fragen hat mich zu Sophie geführt. Und ich bin sehr dankbar darüber, denn ich wollte mehr über die Weisheit wissen. Und das kann man aber nicht mit Worten erklären. Es ist schwierig. Es ist ein Gefühl. Ein Gefühl, was man auch sofort bekommt, wenn man bei ihr ist. Ein Gefühl, was man spürt, wenn man ihr Haus betritt. Es ist ein Gefühl, wie wenn ein Kind zur Mutter zurückkehrt. Zur Mutter auf den Schoß. Dankbar sitzen kann und vielleicht auch sich ausruhen kann. Die Seele ruht dabei und viele Sachen, die im Alltag uns wichtig erscheinen, dürfen dann gehen. Ob das Gedanken sind, Emotionen sind, Erfahrungen sind, das fällt alles ab. Und letzten Endes bleibt eine Liebe und auch eine Dankbarkeit übrig. Und das ist für mich die Weisheit, dort ruhen zu können auf dem Schoße der Mutter. Und so eine geistige Mutter ist sie für mich und für viele andere. Denn welche Mutter möchte nicht, dass es dem Kind gut geht? Jede Mutter ist bemüht, wenn das Kind hinfällt, wieder die Wege zu ebnen, wieder aufzurichten, wieder Kraft zu geben und den eigenen Weg weiterfinden und zu suchen. Und das wünsche ich allen, allen, die zu Sophie kommen und allen auch, die hier sind. Ich möchte noch mal kurz auf dieses Buch zurückkommen. Das hat die Sophie selber geschrieben mit ganz vielen Weisheiten für groß und klein. Es ist bei ihr erhältlich und trägt den Titel Die Wurzel der Unsterblichkeit. Und jeder wird das finden, was er gerade braucht aus diesem Buch. Ihre Weisheiten und Gottes Weisheiten. Also, ich heiße Reza, ich bin, Kelodi ist wie meine Schwester. Wir kennen uns sehr lange und hier zu kommen war ihre Empfehlung. Ich bin hier, dass ich mich wiederfinde. Dass ich mich von vielen Sachen, was ich mich erstört oder dass ich immer daran denke, dass ich los werde und mich wieder zu finden und kann ich Keller denken. Konnte ich Keller denken. Ich hoffe, das klappt auch. Das hatte ich und das Gefühl, was ich vorhin hatte, hatte ich noch nie gehabt.
Ich habe mein Körpergewicht nicht gefühlt. Ich weiß nicht, das war, ich kann nicht beschreiben, das war so das Gefühl, das ich in meinem Körper hatte, ich noch nie gehabt. Das weiß ich nicht. Wie kann ich nicht erklären? Das weiß ich nicht. Wie kann ich das erklären? Aber das Gefühl gefällt mir und hatte ich noch nie gehabt. Ja, das war auch genau das, dass ich meine erste Mal Herzschlag gehört hatte. Weiß ich nicht warum, aber das war so ein Gefühl, was ich hatte.